wundervolle Weihnachtszeit hier bei Gentle Voice ASMR. Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu Türchen Nummer 7 meines Mega-Adventskalenders. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute ist das Tütchen auch wieder ganz schön prall gefüllt. Warm Wishes. Nichts erfüllen. Was da wohl drin sein mag. Also auf jeden Fall wieder ein Gläschen drin. Drei Fencheltee von Buka. Zeige ich sofort. Ich schütte mal eben wieder aus. Ne? Sonst ist das zu laut. Genau, Puka, drei Fenchel, Bio-Kräutertee, Lindsüßes, Fencheltrier. Heute mache ich mir mal kein Tässchen-Tee, den bewahre ich mir für später auf. So, und von Catrice haben wir, wow, eine ganz tolle Palette, eine Eyeshadow-Palette. Na, mit schönen Nude-Tönen, Braun, Grautöne sind dabei, ganz, ganz toll. Das sind eigentlich so meine Farben, muss ich sagen. Hier oben sind auch noch zwei. Hier in hell und dunkel. Das ist auch so ein dunkleres Grau. The Modern Matte Collection Eyeshadow Palette. Die finde ich richtig schön, muss ich sagen. So. Da war doch eine schöne Achtsamkeitskarte.
7. Achtsam essen. Achtsam essen steht drauf. Es ist ein ganz neues Gefühl, wenn man sich zum Essen Zeit nimmt und es achtsam und bewusst genießt. Probier es mit einem Plätzchen aus. Schaue dir Farbe und Form an. Erkenne am Duft Zutaten wie Nelken oder Vanille. Beiß ein Stück ab und nimm wahr, wie es sich auf deiner Zunge anfühlt. Hart oder weich, würzig oder butterig. Achtsam essen. Es ist ein ganz neues Gefühl, wenn man sich zum Essen Zeit nimmt und es achtsam und bewusst genießt. Probier es mit einem Plätzchen aus. Schau dir Farbe und Form an. Erkenne am Duft Zutaten wie Nelken oder Vanille. Beiß ein Stück ab und nimm wahr, wie es sich auf der Zunge anfühlt. Hart oder weich. So, dann kommen wir mal zur Leckerei. Ist ja wie gesagt wieder ein, was heißt wieder ein Glas? Ein Glas hatten wir noch gar nicht. Die Erdnussbutter war ja in einem Plastikbehältnis. Aber hier haben wir jetzt Glas. Ne? Und zwar haben wir hier Gemüsebrühe. Die werde ich jetzt nicht probieren. Aber schön. Svema, Gemüsebrühe, auch zum Würzen und Marinieren. 73% rohes Gemüse, Steinsalz, Gewürze, sonst nichts. Na komm schon. Wie Pesto. Oh, ganz toll. So grünes Pesto, ne? Basilikum und so. So riecht es. So ein bisschen. Steht drauf, dass das haltbar ist bis zum 17.03.22. Ja, meine Lieben, das war es vom 7. Türchen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Video, okay? Macht's gut.